Also herzlichen Dank, Herr Peisel, für die Einladung, dass auch wir heuer wieder präsentieren dürfen bei diesem User-Treffen. Mein Name ist Selina Wabrik-Kirchsteiger. Ich darf seit circa 1,5 Jahren am Labor für Bauphysik der TU Graz tätig sein. Und ungefähr die gleiche Zeit begleite ich auch ein Projekt, bei dem es um Smart Homes geht. Es geht vor allem um bauphysikalische Aspekte. Also wie sieht eine Smart Home Steuerung, wie wirkt sich die aus auf Energieeffizienz vom Gebäude im Sommer, also wie sieht es im Sommer aus und wie im Winter und wie sieht der Komfort der Bewohner aus. Unser Labor ist ein Forschungslabor und beschäftigt sich auch mit Wetterverhältnissen. Wir sind aber keine Klimatologen, sondern eher die Auswirkungen auf das Gebäude. Wir begleiten Firmen bei der Produktentwicklung und Optimierung und sind auch in der Lehre und Weiterbildung tätig. Heute möchte ich auf zwei Hauptpunkte eingehen. Das eine wäre, bei einem bauphysikalisch smarten Zuhause, dass die Zielsetzung eigentlich sein sollte, wie fühlt sich der Bewohner im Haus, wie behaglich fühlt er sich, welchen Komfort kann er genießen. Und da geht es darum, welche Einflüsse auf das Raumklima spielen dabei eine Rolle, wie sich dann der Benutzer des Raumes fühlt. Und wie kann man das zahlenmäßig ausdrücken? Das wäre dann anhand des sogenannten PMV-Index. Und der nächste Punkt, da geht es dann etwas mehr in die Praxis. Wie kann man das dann umsetzen, sodass es dann smart ist für die Beschattung oder auch für die Lüftung, anhand dieser zwei Beispiele. Zum ersten Punkt. Welche Einflüsse hat man generell auf das Raumklima? Da ist einmal die Temperatur. Da gibt es mindestens zwei Dinge, die man berücksichtigen muss. Einerseits die Lufttemperatur, das ist das, was am meisten gemessen wird mit den Sensoren. Aber auch die Oberflächentemperatur der Umschließungsflächen, also diese Wände oder der Fußboden. Wie dann der Raum diese Wärme, die Energie austauscht mit der Umgebung, ist natürlich ein Aspekt. Und bei der Luft, wie setzt er sich zusammen? Hat man meistens als Indikator wird der CO2, die CO2-Konzentration für die Schadstoffe in der Luft verwendet. Aber auch die Luftgeschwindigkeit ist von Interesse. Wenn es zieht, fühlt man sich auch nicht so wohl. Die Luftfeuchte, zur Kondensation kommt es hoffentlich nicht an den Bauteilen. Dann der Raum selbst, wie ist er orientiert? Welche Wärmequellen werden verwendet? Ist es ein Fußboden, eine flächige Heizung, ein Konvektor, der in der Ecke steht? Und schließlich auch der Mensch, je nachdem, welches Alter er hat, welche psychische, physische Verfassung er hat und auch die Aktivität natürlich. Wenn man sehr viel Sport betreibt, fühlt man sich wärmer, als wenn man eine ruhende, sitzende Tätigkeit ausübt. Also auch das wirkt sich auf das Behaglichkeitsempfinden aus. Dann, wie kann man das Ganze zahlenmäßig darstellen? Wenn man jetzt gewisse Eingangsparameter hat, beispielsweise die Raumlufttemperatur, die Oberflächentemperatur, die Luftfeuchtigkeit, Luftgeschwindigkeit, Kleidung und Tätigkeit, gibt es eine Möglichkeit, das hat sich verzerrt, gibt es eine Möglichkeit, das Ganze als einzelne Zahl darzustellen und zu sagen, okay, ich fühle mich behaglich oder nicht. Man hat es dann versucht, mit Hilfe des PMV-Index zu erreichen. Das ist eine 7-teilige Skala, in dessen Berechnung genau diese Parameter einfließen und die dann die Aussage trifft, okay, wenn -3 herauskommt, dann fühle ich mich, ist es mir zu kalt, wenn +3 herauskommt, dann ist es mir zu warm oder ist es schon heiß und bei 0 wäre es neutral. Optimal wäre es jetzt, wenn ein Raum immer bei diesem Punkt landet mit seinen Parametern. Und selbst wenn das erreicht wird, wird es immer noch 5% Unzufriedene geben, statistisch betrachtet. Wie man da gesehen hat, sind eben diese zwei Faktoren der Temperatur berücksichtigt. Das ist so eine genannte PMV-Sonde, mit der kann man einerseits die Luftgeschwindigkeit, die Lufttemperatur und diese
operative Raumtemperatur messen, die sich aus diesen beiden Anteilen zusammensetzt. Was bedeutet das? Operative, man kann auch sagen empfundene Raumtemperatur. Das ist jetzt nicht automatisch die Lufttemperatur. Wie man im linken Bild sieht, hat man eine Lufttemperatur von 26 Grad. Im rechten Bild hat man auch eine Lufttemperatur von 26 Grad. Und trotzdem fühlt man sich anders, weil die Oberflächentemperaturen ganz unterschiedlich sind. Also im linken Bild hätte man eine mittlere Oberflächentemperatur von 20 Grad und im rechten von 30 Grad, was bewirkt, dass sich der im rechten Bild schon eher zu warm fühlt und die im linken denkt, das ist optimal. Bei niedrigen Luftgeschwindigkeiten kann man das tatsächlich so vereinfacht berechnen, dass man sagt, es ist der Mittelwert aus Luft- und Oberflächentemperatur, wie man sich fühlt. Messen kann man das mit diesem Globthermometer. Da ist ein Temperatursensor in der Mitte von dieser Kupferkugel, die ein sehr dünnes Blech hat. Kupfer leitet auch sehr gut die Wärme und die ist dann noch zusätzlich mattschwarz lackiert. Dadurch absorbiert sie, hoffentlich in der Nähe eines schwarzen Körpers, die Strahlung von den Umgebungsflächen und bezieht das so in die Temperaturmessung mit ein. Aber auch natürlich, wenn die Luft vorbeistreicht, mit einer höheren Geschwindigkeit beeinflusst das das Ganze. Wenn man sich hier jetzt ein paar Beispiele ansieht, was sollte die operative Zieltemperatur sein, sodass man sich laut PMV wohlfühlt? Die sind hier aufgetragen in diesen roten Kurvenscharen. Für verschiedene Bekleidungsgrade und für verschiedene Aktivitätsgrade. Also wenn man beispielsweise eine sitzende Tätigkeit ausführt und mit Anzug gekleidet ist, dann wäre man so laut PMV bei ca. 23 Grad, dass man sagt, das wäre so das Optimum. Wenn man eine mittelschwere Tätigkeit im stehenden Bereich durchführt und bei 23 Grad, dann müsste man schon ein kurzärmeliges Leibwerk und eine kurze Hose anziehen, damit man sich wohlfühlt. Jetzt zum praktischeren Teil. Wie kann ich jetzt die Beschattung und die Lüftung so steuern, dass ich hoffentlich die Behaglichkeit von oben erreiche? Oben wären gedacht gewesen, also welche Aufgaben hat die Beschattung? Da gibt es einmal die allgemeinen. Ich will einen gewissen Sichtschutz in der Nacht haben, dass der Nachbar nicht sieht, was ich mache. Ich möchte natürlich einen Einbruchsschutz. Teilweise ist es auch als Einbruchsschutz gedacht, dass man zumindest hört, wenn jemand kommt. Dann Blendschutz untertags, wenn ich im Raum tätig bin, dass die Sonne nicht so hereinscheint. Und das wären so die allgemeinen Dinge. Und dann wäre ich eingegangen auf, was passiert im Winter und was passiert im Sommer speziell. Welche Aufgabe hat sie im Winter? Ich möchte die solaren Energieeinträge nutzen für den Raum. Also ich möchte die möglichst hereinlassen. Und in der Nacht wäre es ideal, wenn ich die Beschattung aktivieren kann, sodass ich zusätzliche Dämmebene vor dem Fenster habe. Im Sommer sieht es anders aus, da möchte ich möglichst die solaren Einträge draußen behalten, damit ich keine Überwärmung im Raum bekomme. Man sieht das jetzt hier. Was bedeutet sommerlicher Wärmeschutz? Einerseits, ich als Bewohner bin eine interne Wärmequelle sozusagen, eine 100 Watt Glühbirne, die den Raum beheizt. Ich verwende elektronische Geräte, die den Raum zusätzlich beheizen. Beim Kochen habe ich konvektive Wärmeabgabe und langwellige Strahlung. Dann habe ich einen Lüftungsaustausch mit nach außen. Jetzt kommt es darauf an, welche Außenlufttemperatur habe ich, welche Innenraumlufttemperatur habe ich und je nachdem kann ich den Raum abkühlen oder erwärmen durch die Lüftung. Dann die Sonneneinstrahlung, die den Raum zusätzlich erwärmt und natürlich der Austausch des Raumes über Wärmeleitung mit der Umgebung, je nachdem, welche Temperaturunterschiede vorhanden sind. Es geht jetzt darum, diese Sonneneinstrahlung, wie viel Energie ist das wirklich? Und wenn man sich das jetzt beispielsweise für Juni ansieht, also da ist der 11.06., ist ein Tagesverlauf ausgegeben bei unbewölktem Zustand. Und einmal in Direktstrahlung, Diffusstrahlung und dann die Summe davon,
angezeigt. Also das wäre dann für eine Südostfassade, vertikale Ausrichtung, also wie viel kommt auf diese Fläche, mit was muss ich rechnen. Für Direktstrahlung wäre es natürlich so ab 6 Uhr bis ungefähr 15 Uhr. Jetzt könnte man sagen, naja, direkte Sonne, der Sonnenverlauf, dann ist die Sonne hinter dem Haus, dann kann ich die Beschattung schon wieder hochfahren. Ist dem so? Wie man sieht, Diffusanteil ist zu diesem Zeitpunkt auch auf der Südostfassade noch relativ hoch. Also man liegt hier ungefähr bei 200 Watt pro Quadratmeter. Würde man jetzt entscheiden auf Grundbasis, okay, Direktstrahlung, muss man sich überlegen, ob man nicht den Diffusanteil mit berücksichtigt dabei. Diffusanteil bedeutet, es ist der Anteil von den Sonnenstrahlen, der gestreut und reflektiert wird von den Wolken, von der Umgebung, also Gras oder Asphaltflächen, von den Staubpartikeln in der Luft, alles was gestreut wird und dann umgerichtet an die Umgebung weitergegeben wird. Das hätte man dann genauso in der gleichen Form, diese blaue Kurve auf der Nordseite des Hauses. Also nicht nur auf der Südseite, sondern in derselben Form auch auf der Nordseite. Das sieht man dann später. Bildet man jetzt die Fläche, also berechnet man die Fläche unter dieser roten Kurve der Gesamtstrahlung, dann weiß man, okay, das ist die Energie, die ich also bei Clear Sky auf diese Fassadenseite im Juni bekommen würde. Was kommt dann durch die Verglasung durch, wenn ich jetzt ein unbeschattetes Fenster habe und annehme, ich habe so ein, ja, zwei Scheiben Isolierverglasung mit einer Wärmeschutzbeschichtung auf der Innenseite, also auf der dritten Seite, wie sie üblich ist, mit Argonfüllung, dann habe ich einen Energiedurchlassgrad so von 63%. Also 63% von dem, was ungefähr ankommt, kommt dann auch in den Raum. Dann reduziert sich das Ganze, was an die Fassade zunächst kommt, auf diese blaue Kurve. Aktiviere ich dann zusätzlich noch eine Beschattung mit helleren Lamellen, dann kann sich das Ganze sogar auf diesen Verlauf reduzieren. Also man sieht da schon eindeutig, wenn man sich die Fläche vorstellt unter diesen Kurven, was für einen Unterschied das macht. Wenn man sich das berechnet, also diese Fläche unter der roten Kurve, dann kommt man für den 11.05. ist es jetzt, auf ungefähr 5 Kilowattstunden pro Quadratmeter für den ganzen Tag. Also doch recht viel. Wenn man nicht, also nur auf die Fläche jetzt, das ist jetzt nicht hinter der Verglasung, auf die Fläche. Und wenn man dann sagt, okay, ich habe im Südosten ein 6 Quadratmeter großes Fenster, würde das bedeuten, auf die Fläche vorm Fenster 30,3 Kilowattstunden, hinter der Verglasung, wenn ich 63% Energie durchlasse, 15,3 und bei ganztägiger Verschattung, jetzt als Annahme, 2,5. Was ist jetzt der Unterschied zwischen 15,3 und 2,5 für einen Raum? Wie fühlt sich das an? Man kann es leicht mal so grob abschätzen, indem man eine Wärmebilanz zieht. Man nimmt an, okay, der Raum, das ist so eine Box, die ist mit der Umgebung, von der Umgebung komplett unabhängig getrennt. Also das kann man sich vorstellen wie so eine Eisbox, wo die sehr viel Dämmung rundherum ist. Also ich tausche keine Wärme mit der Umgebung aus. Wenn man das so berechnet, jedoch nur die solare Energiestrahlung, die man in den Raum bekommt, verwendet, um diese Box zu erhitzen, gleichmäßig, also die Wandanteile, die wirksam werden, ist ja nicht die ganze Wand, die im Tagesverlauf wirksam wird, sondern beispielsweise 10 cm, 15 cm in die Wand, wo sie diese Temperaturschwankungen hineingehen. Wenn man diese Speichermasse der Umgebungsflächen mit berücksichtigt und die Luft und das alles gleichmäßig erwärmt, dann würde das für die 15,3 Kilowattstunden unbeschattet bedeuten 5,6 Grad Temperaturerhöhung im Raum. Für den Fall mit Verschattung auf ungefähr 1 Grad Temperaturerhöhung. Das heißt, man kann 4 bis 5 Grad nach außen abschatten, wenn man die Beschattung richtig aktiviert. Quasi eine echte Alternative zur Klimaanlage. Ne? Wie sieht das jetzt? Wir haben jetzt meistens immer nur den Mai, den Juni betrachtet, den Sommer.
der ist hier oben aufgetragen. Wie sieht das Ganze aus, wenn man sagt, okay, ich im September oder im Dezember? Wie verändert sich das Ganze? Rot ist wieder der Gesamtanteil, der ist vielleicht am interessantesten, die rote Kurve jeweils. Die Achsen sind alle gleich skaliert, also man kann es optisch vergleichen. Für die horizontale Fläche ganz links, das wäre Flachdach. Für eine vertikal nach Südosten ausgerichtete Fläche und für eine vertikal nach Nordwesten ausgerichtete Fläche. Was man hier wieder sieht, die blaue Linie, der Diffusanteil für beide vertikalen Flächen ist dasselbe, also auch für die Nordostfassade. Die Direktstrahlung kommt natürlich dort erst am Abend an, wobei sie hier schon im Mittag, also in der Früh und zum Mittag ankommt. Und der Unterschied ist 4,6 Kilowattstunden pro Tag pro Quadratmeter oder 3,5 Kilowattstunden pro Tag pro Quadratmeter. Also auch auf der Nordostseite hat man einen nicht zu vernachlässigenden Sonneneintrag. Geht man dann Richtung Winter, so wird vor allem auf der Südostseite bleibt der Eintrag beinahe von der Größenordnung her einigermaßen gleich. Allerdings auf der Nordostseite wird er tendenziell wirklich weniger, weil der Direktanteil hier nicht mehr vorhanden ist, sondern nur mehr der Diffusanteil. So kann man auf der Südostseite auch im Winter sozusagen mit diesen 3,2 Kilowattstunden pro Tag, natürlich jetzt vor der Verglasung, könnte man sozusagen Heizkosten sparen, wenn man die richtig nutzt. Wie könnte das dann in der Praxis aussehen als Programmierbefehl? Das ist jetzt nur bezogen auf den Energieaspekt. Das ist kein Anspruch auf Vollständigkeit, nur um zu zeigen, wie die Beschattung ungefähr gesteuert werden könnte. Im Sommer beispielsweise, bei Sonne, also wenn keine Sonne ist, kann ich natürlich die Beschattung hochfahren. Vor allem in den Nachtstunden von Vorteil, da ich zumeist in der Nacht, wenn es keine Tropennacht ist, draußen niedrigere Außenlufttemperaturen habe als im Innenraum. Und dadurch, wenn ich keine Dämmebene vor der Verglasung anordne, mehr Wärme abgeben kann, vor allem was Strahlung, Wärmestrahlung betrifft. Dann untertags ist jemand anwesend. Wenn ja, dann möchte ich keine Höhlenforscher-Idylle haben, sondern möchte ich noch einen gewissen Sichtschutz nach außen gewährleisten und kann beispielsweise auf so eine Steuerung wie Blockbeam gehen, also die direkt im rechten Winkel die Strahlen abhält, die direkte Strahlung abhält. Und wenn nicht, dann kann ich ganz aggressiv beschatten sozusagen. Was im Winter sieht es dann etwas anders aus. In der Nacht würde das bedeuten, ich nutze diese zusätzliche Dämmebene vor der Scheibe. Bei Anwesenheit würde es bedeuten, naja, ich brauche vielleicht einen gewissen Blendschutz. Da wäre es ideal, wenn das eine zusätzliche Beschattung ist, die innen liegt, weil man trotz Aktivierung des Blendschutzes mehr Energie für den Raum hineinbekommt, als wenn sie außen liegen würde. Und wenn niemand anwesend ist, dann kann ich die solaren Energieeinträge voll nutzen. Das Ganze hat natürlich Grenzen. Einerseits müsste man bei diesem vereinfachten System Dinge berücksichtigen, noch zusätzlich wie eine Unwetterwarnung, kommen Windböen an, eventuell eine Wetterprognose in Bezug auf Wind, aber auch in Bezug auf solare Einstrahlung. Denn kenne ich den Raumtemperaturtrend? Zum Beispiel in der Übergangszeit kommt es vor, da ich auf der Südostfassade ja noch sehr hohe solare Energieeinträge haben kann, dass es in den Mittagsstunden zu einer leichten Überhöhung der gewünschten Zieltemperatur des Raumes führen kann, weil ich noch nicht so viel Wärme nach außen abgebe als im Winter. Jetzt ist die Frage, bin ich zu Hause, dann stört mich das. Bin ich nicht zu Hause, würde ich diese eher lieber nutzen, weil dann habe ich sozusagen Energie gespeichert, die ich dann in der Nacht eh sowieso wieder abgebe. Und wenn man jetzt den Trend kennt, okay, wie verändert sich die Raumtemperatur, welchen Anstieg habe ich und dann kenne ich die Prognose, okay, die Sonne wird noch unbewölkt die nächsten 4 Stunden scheinen, dann kann ich, wenn ich das Verhalten des Gebäudes kenne, rechtzeitig
die im Herbst die Beschattung noch aktivieren, um diese Überhöhung zu vermeiden, wenn ich zu Hause anwesend bin. Und zum Schluss gehe ich noch kurz auf die Lüftung ein. Wie lüftet man smart? Es gibt mehrere Aspekte, die die Lüftung beeinflussen. Wie viele Personen sind anwesend? Jeder hat einen gewissen Verbrauch an frischer Luft. Man sagt so um die 30 Kubikmeter pro Stunde, pro Person. Ah, nicht 30 Kubik. Ja. Nein, das war jetzt anders. Nein, das war zu viel, ja. Das waren Liter. Nein, das war jetzt falsch, ja. Nein, 30 Kubikmeter war es nicht. Das waren Liter. Aber Sie sind sehr aufmerksam. Ich habe gedacht, nach diesen Diagrammen waren Sie schon so alle so gelangweilt. Welche CO2-Konzentration habe ich? Welche Schadstoffe habe ich? Was geben die Materialien, die Baumaterialien ab an die Luft und so weiter und so weiter? Aber ich möchte nur auf einen Aspekt speziell eingehen, den wird der Herr Peisel dann in seiner Präsentation verwenden. Das kann man so zusammenfassen. Warum kondensiert es bei der Grillparty im Sommer am Bierglas? Das führt uns zum Thema absolute versus relative Luftfeuchte. Absolute Luftfeuchte wäre, man hat wirklich diese Masse an Wasserdampf pro Kubikmeter oder ja, pro Kubikmeter oder pro Kilo. Ja, es wird unterschiedlich angegeben. Teilweise in Volumen und teilweise pro Kilo. Und dann geht das für eine gewisse Temperatur, kann ich diesen Wasserdampf erhöhen, bis irgendwann eine Grenze erreicht ist, wo ich Nebel bekomme und es zu kondensieren anfängt. Das ist dann sozusagen, wenn diese Luft, man sagt, wenn sie gesättigt ist. Das ist für jede Temperatur unterschiedlich und je höher die Temperatur, desto mehr Wasserdampf kann die Luft aufnehmen, ohne dass es zu diesem Kondensat kommt. Nur temperaturabhängig oder luftdruckabhängig? Luftdruckabhängig auch, aber ja. Der ist ja, wenn man nicht gerade auf 2000 Meter Höhe wohnt, ist das vernachlässigbar für den, also für den Handel, hausüblichen Gebrauch. Sage ich. Und bei 100% ist es sozusagen vollständig, also das würde man in der relativen Luftfeuchte, würde man sagen, wenn 100% erreicht sind, dann ist diese Luft vollständig gesättigt. Das heißt, mehr Wasserdampf könnte sie nicht mehr aufnehmen. Würde man mehr hinzufügen, würde es in Nebel ausscheiden, Kondenswasser geben. Das heißt, die relative Luftfeuchte wäre so definiert, Dampfdruck durch Sättigungsdampfdruck, oder man könnte auch sagen, die Masse des Wasserdampfs für diesen Kubikmeter auf die maximal mögliche aufnehmbare Masse an Wasserdampf für diesen Kubikmeter. Das ist ein Diagramm, das sieht zunächst sehr verwirrend aus, aber wir müssen uns nur auf zwei Achsen konzentrieren, um zu sehen, was mit dem Bierglas passiert. Und zwar das eine wäre die Temperaturlinie hier oben. Ich weiß nicht, ob Sie das noch erkennen können, aber ich habe dann in der folgenden Grafik Linien, die das dann helfen. Und das andere wäre hier diese Luftfeuchtigkeit. Also hier hätten wir 30% bis 100%, da wäre dann die Sättigung erreicht. Zum Beispiel mit dem Bierglas. Wenn man annimmt, man hat außen eine Lufttemperatur von 25 Grad und eine Luftfeuchtigkeit, sagen wir, von 80%, dann bin ich auf diesem Punkt hier. Wenn ich jetzt ein Bierglas aus dem Keller hole, das hat wahrscheinlich weniger als diese 21 Grad, hoffentlich. Aber wenn es diese 21, schon bereits ab diesen 21 Grad, würde man zu diesen 100% Sättigung kommen und es würde kondensieren die Außenluft am Bierglas. Wie sieht es aus bei einer Winterlüftung?
Im Winter hat man beispielsweise 0 Grad draußen, 20 Grad im Innenraum oder mehr. Holt man sich diese Luft in den Raum, so hat man plötzlich von, also da habe ich jetzt, ja, bin ich jetzt auf 100%, da muss es schon nebelig draußen sein, aber man könnte auch auf 80% gehen, so kommt man ungefähr auf so um die 30% Luftfeuchtigkeit im Innenraum. Darum ist im Winter die Luft so trocken im Innenraum, wenn man nicht die Wäsche aufhängt oder kocht oder im Badezimmer badet. So, zum Fazit. Also Behaglichkeit und Komfort ist nicht nur die Lufttemperatur entscheidend. Also wenn man die alleine misst, man kann sich zwar daran anlehnen, aber es ist nicht der alleinige Parameter. Bei der Beschattung im Sommer solare Einträge so gut wie möglich vermeiden, aber trotzdem eine gewisse Sichtverbindung nach außen möglich machen bei Anwesenheit und in der Nacht möglichst nicht beschatten, sodass man diese Wärmeabgabe nach außen gut nutzen kann vom Raum. Im Winter, genau umgekehrt, man möchte die solaren Energieeinträge, um möglichst Heizkosten zu sparen. Blendschutz würde man trotzdem benötigen für gewisse Tätigkeiten, aber im Idealfall mit einer Innenbeschattung. Und in der Nacht die Außenbeschattung, oder auch man kann auch beides aktivieren, als zusätzliche Dämmebene. Bei der Lüftung nur die relative Luftfeuchtigkeit von innen mit außen zu vergleichen, um zu überlegen, soll ich lüften oder nicht. Ich habe innen und außen 60 oder innen und außen 70%, aber unterschiedliche Temperaturniveaus wäre nicht ausreichend. Und im Sommer wäre es ideal, in der Nacht zu lüften, um wirklich dieses Potenzial an kälterer Luft zu nutzen, dass man also diese Wärme nach außen abführen kann, die im Raum vorhanden ist. Aber der Unterschied zwischen Außentemperatur und Raumtemperatur, praktisch zum Kühlen, muss zumindest 5 Grad betragen. Alles drüber, wenn ich zum Beispiel jetzt drinnen 25 Grad habe, muss ich draußen mindestens auf 20 Grad runtergehen, dass das Lüften was hilft. Ja, man bekommt meistens... Außer Luftqualität Ja. Ja, es kommt auch auf die Windverhältnisse von dem Objekt und die Ausrichtung vom Objekt zum Wind an. Wenn ihr mechanische Lüftung habt. Ne? Also mechanische. Jetzt fängst du auf. Ja, vielleicht, dass man es wirklich spürbar macht, ja. Ja, ich sage, man muss der Unterschied 5 Grad sein, weil sonst hilft es. Es kommt dann auch noch auf die Bausubstanz an. Habe ich ein Haus, das sehr viel Wärme speichert, oder habe ich einen Leichtbau, der sich leicht lüften lässt sozusagen? Thank you.